Dieser Mann hat wohl den bekanntesten Flugzeugabsturz aller Zeiten überlebt. Ihren Anfang nahm die Geschichte im Oktober 1972. Der damals 19-jährige Roberto Canessa war ein aufstrebender Rugbyspieler der uruguayischen Mannschaft Old Christians Club. Zusammen mit dem Rest der Mannschaft befand er sich auf einem Flug von Montevideo nach Santiago de Chile, um dort ein Freundschaftsspiel zu absolvieren. Mit an Bord reisten noch weitere Familienmitglieder und Freunde der Spieler. Doch der Tag stand unter schlechten Vorzeichen. Es war nicht nur Freitag der 13. Auch die Wetterverhältnisse verschlechterten sich von Minute zu Minute. Kurz vor Ende des Fluges machten die Piloten dann jedoch einen fatalen Fehler. Sie wähnten sich fälschlicherweise bereits über chilenischem Boden und leiteten den Sinkflug ein. Als die Maschine die Wolkendecke durchstieß, erkannten sie aber ihren Fehler. Sie befanden sich noch immer in den Anden und flogen geradewegs auf einen Gipfel zu. Roberto geriet wie die anderen Passagiere auch sofort in Panik. Er dachte, sein Ende sei gekommen. Nur Sekunden später streifte die rechte Tragfläche einen Gebirgsgrat, brach ab und trennte dabei auch das Heck ab. Als Roberto nach hinten blickte, sah er, wie 5 Passagiere hinausgeschleudert wurden. Und das war erst der Anfang des Albtraums. Das Flugzeug streifte auch einen Grat mit dem linken Flügel, der ebenfalls abgerissen wurde. Roberto krallte sich währenddessen regelrecht an seinem Vordersitz fest. Als es schon fast danach aussah, als ob dies das Ende sei, geschah das Undenkbare. Die Maschine, die nur noch aus einem Rumpf bestand, schlug mit 350 km/h auf einer Schneebank auf, rutschte weiter bergab und kam erst auf einer Höhe von ungefähr 3800 Metern zum Stillstand. Die Lage war chaotisch. Von den 45 Passagieren waren nur noch 32 am Leben. Wie durch ein Wunder blieb Roberto unverletzt, doch er hörte bald panische Schreie. Da der junge Mann nebenbei Medizin studierte, versuchte er sofort festzustellen, wem er noch helfen konnte und wem nicht. Währenddessen wollten die restlichen Überlebenden per Funk Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Aber das offenbarte nur das erste von vielen Problemen. Das Funkgerät war zerstört. Alles, was ihnen jetzt übrig blieb, war auf den Rettungstrupp am nächsten Tag zu warten. Was sie aber nicht wussten, die Piloten hatten den Fluglotsen eine falsche Position durchgegeben, weshalb das Rettungsteam Schwierigkeiten hatte, sie zu finden. Um die brutale Kälte im Gebirge mit Temperaturen von 25 bis 42 Grad Celsius unter Null zu überleben, funktionierten die Überlebenden den Flugzeugrumpf zu einer Unterkunft um. Aus der Wolle im Inneren der Sitze und der Bezüge fertigten sie wärmende Decken an. Mit dem Gepäck verschlossen sie zum Schutz vor der Kälte das Heck, so gut es ging. Als sie der Hunger überkam, suchte Roberto in den Koffern nach Essbarem. Dort fand er aber nur ein paar Tafeln Schokolade, 3 Gläser Marmelade und einige leere Weinflaschen, in denen sich Schnee durch Herumschütteln zu Wasser schmolzen. Über ein kleines Radio, das sich auch im Gepäck befand, konnten sie die Nachrichten zwar verfolgen, aber keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Noch in der festen Hoffnung, bald gerettet zu werden, verbrachten die Überlebenden ihre erste Nacht unter unmenschlichen Bedingungen. Doch schon in jener Nacht gab es 4 weitere Opfer. Als der Morgen hereinbrach, war weiterhin kein Rettungsteam in ihrer Nähe. Sie hatten also keine andere Wahl, als den extremen Bedingungen weiter zu trotzen. Aufgrund der Kälte und der Höhe, in der sie sich befanden, fiel ihnen das Atmen zusehends schwerer. Sie konnten nirgends Unterschlupf finden. Und in der Schneewüste gab es weder Tiere noch Pflanzen zum Essen. Und so warteten sie Tag um Tag. Obwohl sie die wenige Nahrung streng rationiert hatten, war nach einer Woche alles aufgebraucht. Roberto war durch den Hunger bereits völlig ausgemergelt. In ihrer Ratlosigkeit versuchten sie sogar, das Leder ihrer Schuhe und der Sitzbezüge zu essen. Doch das half nicht, sondern machte sie nur krank. Nach 11 zermürbenden Tagen hörten sie über das Radio eine niederschmetternde Nachricht. Die Suche nach ihnen war eingestellt worden. Die Behörden gingen davon aus, dass es keine Überlebenden mehr gäbe. Damit war die Moral endgültig am Boden und die Lage aussichtslos. Alle fragten sich, wie sollen wir das nur überleben? Durch die extreme Kälte verbrauchten ihre Körper rasch alle Energie, sodass viele befürchteten, schon bald zu verhungern. Eines Tages sahen sich die Überlebenden verzweifelt an und alle wussten, dass ihnen nur noch eine Option blieb. Sie mussten das Fleisch derer essen, die es nicht geschafft hatten. So drastisch diese Entscheidung auch war, es war die einzige, um zu überleben. In einem späteren Interview äußerte sich Roberto so: Wir mussten ihre Körper essen, das war's. Das Fleisch gab uns die Proteine und Fette, die wir brauchten.
Und als es so aussah, als könne es nicht noch schlimmer kommen, geschah ein weiteres Unglück. In der 17. Nacht nach dem Absturz wurden sie von einer Lawine überrascht, die das Flugzeugwrack unter sich begrub, während alle im Inneren schliefen. 8 weitere Kameraden gaben dabei ihr Leben. Roberto zählte zu den 19 Überlebenden, die nun unter dem Schnee gefangen waren. Erst nach 3 aufreibenden Tagen war der Schnee so weit geschmolzen, dass sie endlich wieder an die Oberfläche konnten. Von diesem Moment an war allen bewusst, dass sie nicht länger dort oben auf eine Rettung warten konnten. Sie mussten selbst Hilfe suchen. Roberto und ein anderer Überlebender, Nando Parado, meldeten sich freiwillig. Wie gewaltig die Herausforderung schien, war beiden deutlich. Mussten sie doch einen Berg bezwingen, mit nichts weiter als ein paar Nahrungsreserven und einem notdürftigen Schlafsack. Angst und Zweifel war ihnen ins Gesicht geschrieben, doch sie zogen Kraft aus ihrem letzten Fünkchen Hoffnung. Als sie sich auf den Weg machten, hofften sie, möglichst bald Anzeichen der Zivilisation zu entdecken, denn lange konnten sie den Bedingungen nicht standhalten. Nach 3 langen Tagen hatten sie den ersten Gipfel erklommen und erspähten von dort nur Berge, Eis und Schnee, soweit das Auge blicken konnte. Aufgeben kam für die beiden aber nicht in Frage, denn nur wenn sie weiterkämpften, hatten sie eine Chance. Sie mussten knapp 60 Kilometer weit wandern, bevor sie nach 10 langen Tagen endlich an einen Fluss kamen. Und nach dieser Tortur sahen sie auch tatsächlich ihren Retter. Der chilenische Hirte Sergio Catalan erblickte Roberto und Nando am anderen Flussufer, konnte ihre Rufe aber aufgrund der Strömungsgeräusche nicht verstehen. Also hatte er die Idee, Stift und Zettel an einen Stein zu binden und ihn so übers Wasser zu werfen. Auf den Zettel schrieb Nando: "Ich komme von einem Flugzeug, das in den Bergen abgestürzt ist. Ich bin aus Uruguay. Wir sind 10 Tage lang gewandert. Es gibt 14 Verletzte beim Wrack. Wir haben kein Essen. Wir sind schwach. Wann kommen Sie uns von dort oben endlich holen? Bitte, wir können nicht weiterlaufen. Wo sind wir?" Sergio gab ihnen daraufhin ein Zeichen, dass er sie verstanden hatte, warf ihnen etwas Brot und Käse zu und machte sich auf einen 10 Stunden langen Ritt, um Hilfe zu holen. Am nächsten Tag war der Moment, auf den sie 70 Tage gewartet hatten, endlich gekommen. Roberto und Nando wurden gerettet. Die 14 übrigen Überlebenden mussten aber weiterhin bei dem Wrack verzweifelt auf ihre Bergung warten. Infolge der schlechten Wetterbedingungen bot Nando an, die Rettungshubschrauberpiloten zur Absturzstelle der Maschine zu führen. Nur mit seiner Hilfe gelang es ihnen, die Überlebenden zu finden. Und als diese den Hubschrauber sahen, brachen alle in Jubel aus. Nach einem über 2 Monate langen Martyrium, nach all dem Hunger und Leid, waren sie endlich in Sicherheit und konnten bald ihre Familien wiedersehen. 48 Jahre sind seit dem Wunder der Anden vergangen. Roberto ist mittlerweile 67 und noch heute beschäftigen ihn die Erinnerungen an die Tragödie. Seither sind zahlreiche Bücher und Filme über seine Geschichte entstanden. In der Nähe der Absturzstelle erinnert heute ein Grab an die Opfer des Unfalls. Auch sie sollen nicht in Vergessenheit geraten. Und? Kanntest du die Geschichte bereits? Was sagst du zu den drastischen Mitteln, zu denen sie zum Überleben greifen mussten? Sag's uns in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben. Und folge uns auf unseren Kanälen. Aber noch nicht wegschalten. Wir haben noch viele weitere Videos für dich.